und herzlich willkommen zu Joachims Filmsammlung. Ich wurde von Robin von Robins Film Lounge getaggt für die besten 5 Horrorfilme, die nicht in einer Reihe sind, also nicht so Nightmare on Elm Street, Freitag der 13. Und ich war jetzt überlegen, ob ich welche mit reinnehme, die wo jetzt vielleicht in die Horrorspalte fallen, aber vielleicht auch nicht. Also manche schreiben sie in Genre Horror-Thriller rein oder Sci-Fi-Horror. Manche schreiben nur Sci-Fi-Thriller oder wie auch immer. Ich habe es jetzt allerdings mit reingenommen. Ich habe allerdings 7 Filme benannt, weil mir die alle wert waren zu benennen, weil das alle super Filme sind. Und dann fangen wir gleich mal an mit der Nummer 7. Das ist, ich weiß immer noch, was du letzten Sommer getan hast. Es sind gibt's zwei Teile. Das ist der zweite Teil. Und ich finde ihn besser. Allerdings habe ich gedacht, das ist keine Reihe, sind 2 Teile, würde ich jetzt nicht unter Reihe nehmen. Also habe ich den mit rein. Und das ist auf jeden Fall besser als der erste Teil. Dann die Nummer 6, Mabile Jacksons Bad Days. Das ist absoluter Hammer. Auch oft lustig. Da hat er die Masken noch daheim bei seiner Mutter in der Küche gemacht. Das ist ein ganz der Anfang. Also sehr empfehlenswert, falls jemand den noch nicht gesehen hat. Das war die Nummer 6. Dann kommen wir zur Nummer 5. Ja, da sind wir wieder bei dem Thema. Ist er Sci-Fi-Film? Ist er Horror? Ist er Jugendfilm? Ich habe ihn jetzt mit reingenommen. Auf jeden Fall ist er das mir wert zu benennen, weil der ist absoluter Hammer. Ich habe jetzt extra mir die Hardbox gekauft, obwohl ich mir nur die Mediabox oder die Steelbox kaufe. Aber das ist schon mal das Cover, das sieht schon mal so richtig klasse aus. Absolut klasse Film. Genau. Dann kommen wir schon zur Nummer 4. Das ist John Carpenter's Vampire. Echt, ich muss sagen, so einen Vampirenfilm habe ich noch nie gesehen. Ian Curtis, wo den Bösewicht gespielt hat, absoluter Hammer. Würde ich auch auf jeden Fall empfehlen. Schaut euch ihn mal an. Dann die Nummer 3 ist bei mir wieder ein, der wo jeder kennt, From Dusk Till Dawn. Der ist also schon, ich will jetzt nicht spoilern, aber schon mal der, wo er sich durch die Hand geschossen hat und er schaut durch, das ist ja schon mal der Hammer, ne? Absolut zu empfehlen auch. Geht auch lang, ja, 106 Minuten. Die Nummer 2 habe ich leider nicht da, die habe ich jetzt auf der Schnelle nicht gefunden. Das ist bei mir Braindead. Ich habe gesehen, auch der Cinemanuel hat ihn auf seiner Liste gehabt. Also auch Peter Jacksons Anfangszeitfilm, also das ist mehr Horrorkomödie. Aber muss man gesehen haben. Also Wahnsinn. Echt. Und dann auf ersten Platz kann meiner Meinung nach gar kein anderer Film kommen, der wohl nicht aus einer Reihe stammt. Und das ist bei mir Romero's Dawn of the Dead. Der ist noch besser als sein Night of Living Dead. Und ist richtig klasse. Auch die Musik dazu, also die Sounds, der Hammer. Ist jetzt noch die, der hat mir glaube ich früher mal in Österreich gekauft. Mir hat allerdings auch die neue Fassung gefallen, die würde jetzt bei mir nicht unter die Top 7 kommen, aber kann man auf jeden Fall auch mal empfehlen zwischendurch. Ja, das waren meine Top 7 und dann kommt noch zum Schluss ein kleiner Geheimtipp. Ich habe früher von den Videotheken öfters mir mal Filme ausgeliehen und mir angeschaut, mit ein paar Freunden Horrorfilme, und da kam ein Film dazwischen, der so skurril und doch von der deutschen Gesellschaft als großes Kulturerbe von Christoph Schlingensief ist, das ist das deutsche Kettensägen-Massaker mit auch Udo Kier spielt damit. Also sowas Verrücktes müsst ihr euch unbedingt mal ansehen. Also sowas von bizarr und nee. Schaut euch mal an. Gut, das waren dann meine Top 5 bzw. Top 7 Horrorfilm-Tipps.
So, zum Schluss möchte ich nochmal Robins Film Lounge grüßen und danken fürs Taggen. Und ich möchte jetzt auch taggen, drei Personen. Das ist einmal der Blu-ray Sammler One, dann der Sascha Copretti und Mickeys und Mallory's Film Universum. Das war's, bis zum nächsten Mal, euer Joachim.